Hallo zusammen, auch heute Nacht bei Vollmond konnte ich daheim nicht ruhig sitzen bleiben. Ich musste einfach mal raus in die Natur, ein bisschen spazieren gehen und auch nebenbei fotografieren. An diesem Ort war ich jetzt noch nie. Der ist so circa 3 Kilometer von meinem Wohnhaus weg. Und zwar bin ich an der Amper. Die Amper, die fließt irgendwie in den Ammersee hinein und wieder hinaus. Und hier ist die Natur noch richtig unberührt. Und ja, wie ihr schon sehen konntet, bin ich hier durch Schilffelder durchgelaufen. Und hier sind überall angeknabberte Bäume an diesem Flussufer. Und jetzt ja, schaue ich mal nach irgendeinem schönen Motiv. Vielleicht wird es ein angeknabberter Baum, vielleicht irgendein Baum, der ins Flussufer reingefallen ist. Ich lasse mich überraschen. Ich war noch nie hier. Mal schauen, ob ich irgendwas Cooles mitnehmen kann. Ich habe zwar gehofft, dass der Vollmond richtig, richtig hell heute herkommt, aber da es bewölkt ist, ist es nicht so. So muss ich hier mit meinem Videolicht vielleicht ein bisschen nachhelfen, wenn ich jetzt ein Foto mache. Also, dass ich den Vordergrund etwas aufhelle, wenn ich das Ganze mal 1-2 Sekunden anleuchte. Ja, so sieht es hier aus. Das Flussufer ist ziemlich unberührt. Die Bäume ragen ins Wasser hinein. Aber ich habe hier noch kein richtig schönes Fotomotiv gefunden. Ich laufe schon eine Zeit. Muss noch ein bisschen weiter auf Erkundungstour gehen. Macht ja auch Spaß. Was geht denn da ab? Oh, hier ist ein kleiner Bach. Hey, was soll das denn sein? Das sieht mir nach Biber aus. Huh? Ha! Ist das geil. Also ich glaube, ich habe meinen Spot gerade gefunden. Der Biberbaum. Mal schauen, wie ich da dieses Foto aufnehmen kann. Ah, geil. Ist doch echt der Hammer, oder? Vielleicht werde ich jetzt wirklich einmal von oben drauf fotografieren, dass man diese Finger sehen kann. Und auch einmal einfach frontal von vorne. Da eignet sich, glaube ich, auch mal ein hochformatiges Bild für Instagram-Leute finden. Mai, warum nicht? Sieht geil aus, sowas habe ich noch nie in der Natur gesehen. Ich sag's euch echt, wenn man das Haus verlässt, erlebt man auch was. Wenn man daheim auf der Couch schimmelt, erreicht man nichts. Geil. Hochformatig von oben direkt auf diese Finger des Baumes. Eignet sich eigentlich hier am besten, finde ich zumindest. Ich wähle jetzt eine Blende mit 3.2, belichte 25 Sekunden lang und ISO 200 und werde dann beim Fotografieren ganz kurz den Baum nur anleuchten, weil sonst wäre er pechschwarz. Okay. So, das Foto gemacht. Und jetzt belichte ich ganz, ganz kurz nur. Zack, das war's. Das ist echt Wahnsinn, was ich hier schon wieder gefunden habe. Es zahlt sich auch in dem Fall hier aus, so ein hohes Stativ dabei zu haben, dass ich schön von oben drauf fotografieren kann und dann noch viel vom Baum mit drauf bekomme. Geile Sache. So. Ich weiß ja auch nicht, ob ich noch tiefer hier reinlaufen soll. Puh. Scheiße, das ist ja irgendwie auch ein bisschen unheimlich. Leute, ich verirre mich hier immer weiter in diesem Moor. Ich habe bald echt keinen Bock mehr. Und überall raschelt es. Also ich habe ein bisschen Schiss, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch viel weiter da rein soll. Man muss auch aufpassen, wo man hintritt. Es ist auch recht feucht unter meinen Beinen. Naja, ich weiß auch nicht. Boah, Alter, schaut's hier aus. Thank you.
Alter, was war das? Oh, nur eine Gans. Ey, ich habe echt bald keinen Bock mehr. Das ist echt, boah. Leco mio. Was war das denn? Ich weiß ja nicht, ob ihr es ständig hören könnt, aber ich hüpfe immer wieder größere Tiere ins Wasser. Das sind wahrscheinlich Gänse oder Biber, ich weiß nicht. Aber es ist schon echt spooky. Wie man vielleicht erkennen kann, der Mond kommt nicht richtig raus. Leider. Deswegen sehe ich hier auch nichts. Und ob ich jetzt noch einen Biberbaum hier fotografiere oder nicht, ist mir jetzt auch wurscht. Ich breche ab. So ist es halt manchmal, wenn man loszieht ohne große Erwartungshaltung. Ich war zumindest draußen in der Natur, ganz alleine hier. Jetzt verabschiede ich mich noch von euch. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Was schwimmt denn da schon wieder über den Fluss? Ist es ein Biber? Ja. Ja, geil. Kommt gerade ein Biber. Vielleicht kann ich den filmen mit ISO, was weiß ich, 100.000. Ich drehe mal hoch. Könnt ihr den sehen? Das ist ein Biber. Du hast mich vorhin so erschrocken, Freundchen. Ja, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Ein Biberbaum habe ich heute fotografiert, das soll mir heute reichen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sigi vom Ammersee.